In der Welt passiert so viel, dass man manchmal die Orientierung verliert. Zum Glück gibt es einen so gewieften Nachrichtenmann wie Hennes, der uns das alles erklären kann. Und das, was er nicht weiß, das sagt ihm sein Korrespondent Olli. Und was Sie nicht hören können, das zeigt Ihnen unsere Gebärdendolmetscherin Mirja. Und hier ist auch unser Nachrichtenstudio, die XXL News. Und wie schön, dass Sie jetzt bestimmen, wo jetzt unsere kleinen Nachrichten, unsere aktuellen News herkommen. Sagen Sie mir irgendeinen Ort auf dieser Welt. Ich habe nur alles gesagt. Mein Gott! Düsseldorf ist mitten. Komm mal näher ran. Ich komme im Moment so klein vor und ich höre immer nur. Nimm den Ort. Was? Wesel! 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 Jetzt nehme ich mal Wesel. Wesel war der einzige Ort, den ich gehört habe. Was kann man denn da? Wesel. Ist das bei Kleve? So, kommt doch mal in euer Nachrichtenstudio. Okay. Wesel, da. Der Nachrichtenmann Hennes. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Und jetzt brauche ich noch etwas. Ein Material, aus dem viele Dinge des Alltags hergestellt werden. Kunststoffgummi. Gummi finde ich sehr hübsch. Gummi. Und zwar, passiert ist das. In Wesel ist urplötzlich alles Gummi verschwunden. Hennes, die RTL XXL News erzählen uns jetzt, was Furchtbares da draußen in Wesel passiert, wo der Gummi verschwunden ist. Bitte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das große Promi-Kuh-Umschmeißen. Leider hat uns eine dringende Nachricht erreicht. In Wesel. In Wesel gibt es kein Gummi mehr. Unser Reporter vor Ort, Oliver Verreck, wird uns nun über die Situation aufklären. Olli, wie sieht's aus in Wesel? Ja, Herr Bender, ich stehe hier direkt am Ortsausgang von Wesel und habe hier eben ein kurzes Interview aufgezeichnet. Mit dem Bürgermeister von Wesel. Und er kann es sich nicht erklären, was hier passiert ist. Die Menschen stehen unter Schock. Viele weinen. Manche reißen sich die Haare aus. Wieder andere wälzen sich im Schlamm. Und alle. Alle suchen nach einer Erklärung, denn natürlich ist der Verkehr hier auch völlig zum Erliegen gekommen. Natürlich. Denn die Autos können ja ohne Gummi gar nicht mehr fahren, Herr Bender. Olli, nach unseren Informationen hat das Ganze in einem lokalen Sexshop angefangen. Dort wurde das erste Gummi vermisst. Haben Sie dazu... Ist es denn zu Panik in der Bevölkerung gekommen? Ja, es kam zu Panikreaktionen, weil hier natürlich auch die wildesten Theorien durch Wesel geistern. Es gibt zum Beispiel komplett Verrückte, die behaupten, Außerirdische hätten von einem Raumschiff aus die kompletten Gummivorräte von Wesel hochgesaugt, um damit Experimente zu machen. Das ist nur eine Theorie, Herr Bender. Die Bevölkerung in Deutschland ist betroffen. Und RTL hat ja jetzt zu einem großen Spendenmarathon aufgerufen, bei dem sich unter anderem Tatjana Gsell nackt ausziehen möchte. Können Sie das bestätigen?
Leider ja, Herr Bender. Tatjana Gsell hat aber auch furchtbare Angst. Weil wenn sie weiß, wenn sie ahnt, dass alles Plastik nicht nur in Wesel, sondern auch in anderen Städten verschwindet, wird ja auch Tatjana Gsell komplett verschwinden. Und es kann gut sein. Oliver, vielen Dank. Ich übergebe mich dann wieder an die Firmenleitung und wir schalten wieder zurück zum großen Promi-Kuchen-Schmeißen.